Wusstest du, dass eine Frau die Wissenschaft der Genetik revolutioniert hat, dafür aber eigentlich kaum Anerkennung bekommt? Sobald es um Geschlechter und Chromosome geht, haben die Olympischen Spiele gezeigt, alle sind plötzlich Expertinnen. Die wahre Expertin war allerdings Nettie Stevens, denn sie hat 1905 die Geschlechtschromosomen entdeckt. Ruhm, Erfolg und sogar den Nobelpreis bekommt allerdings jemand ganz anderer. Jemand mit einem Y-Chromosom. Keiner schaute sich aber an, was Nettie Stevens entdeckte. Sie fand ein kleines Chromosom mit Spermazellen, das Y-Chromosom. Ihre Erkenntnis war, dass das biologische Geschlecht durch die Kombination von X- und Y-Chromosomen bestimmt wird. X und X ergibt ein Mädchen, X und Y ergibt ein Jungen. In ihrem Bericht schrieb sie, das scheint ein klarer Fall von Geschlechtsbestimmung zu sein. Es ist aber auch ein klarer Fall von Sexismus. Denn im gleichen Jahr veröffentlichte ihr Kollege und Mentor E.B. Wilson ähnliche Ergebnisse. Ähnlich, aber nicht so akkurat wie die seiner Kollegin. Denn Wilson erkennt nicht die Bedeutung des Y-Chromosoms für die Bestimmung des Geschlechts. Keine Anerkennung also für Nettie Stevens, weil sie ganz einfach eine Frau war und systematisch ignoriert und damit unsichtbar gemacht wurde.